Ja, und Regen überall in Ohlstadt, im benachbarten Bayern, sind heute Nachmittag die Schützen buchstäblich im Wasser gestanden. Eine Parade von 7000 Schützen war geplant gewesen, darunter zahlreiche Abordnungen aus Tirol. Das Wetter hat aber diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also haben die tausenden Schützen im Festzelt das Alpenregionstreffen der Gebirgsschützen gefeiert. Die Vorfreude war bei allen 7000 Schützen aus Süd- und Nordtirol und Bayern sehr groß. Leider schüttete es in Ohlstadt dermaßen, dass das große Defilé abgesagt werden musste. Das 20. Alpenregionstreffen der Gebirgsschützen fand im Festzelt statt. Ein letzter Hinweis: Maßkriege unter den Tisch, sonst ist es kein Gottesdienst, meine lieben Gebirgsschützen. Und im Festzelt wurde auch die heilige Messe zelebriert. Und bleibe bei uns alle Zeit. Orden gab es für verdiente Freunde des Schützenwesens, zum Beispiel für Andreas Kohl, der einen besonderen Staatsvertrag zu Wege brachte. Dass wir endlich einmal auch nach Südtirol, und zwar die Bayern und Tiroler, gemeinsam mit unseren Waffen nach Südtirol fahren dürfen. Der Stimmung tat der verregnete Sonntag keinen Abbruch. Nord und Süd rückte zwangsläufig näher zusammen. Und bei all diesem farbenprächtigen und doch so martialischen Bild sei die Frage erlaubt, wer denn heute noch das Feindbild der heimatverbundenen Schützen ist. Die einzigen Feinde, die wir heute haben, das wäre höchstens diejenigen, die Kultur, Sprache und Religion herabsetzen wollen. Im Festzelt reihte sich Maß an Maß und in den grenzüberschreitenden Gesprächen wurde festgestellt, dass sich das wirtschaftliche und kulturelle Zusammenrücken in einer Europaregion Tirol positiv auswirkt.